Hallo, in diesem Video geht es darum, wie ich große Datenmenge reduzieren kann auf das Wesentliche. Wir haben eine akustische Messung gemacht, das kann man eben beliebigen Objekt machen, da das jetzt ein Auto, ein LKW, ein Flugzeug, ein Schiff, mir egal. Als Beispiel haben wir hier einen Rasenmäher genommen, den wir in verschiedenen Zuständen gemessen haben. Und zwar einmal, indem er Schnitthöhe 1 hatte, 4 oder 7, oder aber auch mit einem Fangkorb hinten dran, einem Seitenauswurf oder einfach in der Situation mulchen alles zu und häcksel das klein. Klingt jedes Mal ein bisschen anders, haben wir jetzt auch gemessen in vielen, vielen Messungen und das wollen wir jetzt auswerten. Und das machen wir jetzt in diesen nächsten Minuten. Ich zeige so ein bisschen ein paar Tricks, wo man was wie einstellt und ich denke, da kann jeder so ein bisschen was mit raus mitnehmen, wie er seine Arbeit schneller und einfacher gestalten kann. Schauen wir uns das einfach mal an. Ich habe jetzt hier die Artemis Suite offen und sage als erstes, ich fange mal ein neues Projekt an, mein Pool-Projekt. Da ist erstmal nichts drin, hole ich jeden mal null ab. Meine Rasenmähermessung, die habe ich jetzt hier im Navigationsmenü, finde ich das, die habe ich einfach in mehreren Ordnern da hier sortiert. Und da habe ich zum Beispiel Fangkorb war dran, Schnitthöhe 1, 4 und 7. Dann habe ich Mulchen, Schnitthöhe 1, 4 und 7 und der Seitenauswurf, Schnitthöhe 1, 4 und 7. Diese drei Ordner, die interessieren mich jetzt, die markiere ich mir und ziehe mir die einfach hier in meinen Quellfolder rein. Jetzt habe ich das in meinem Projekt, das heißt, jetzt habe ich Zugriff auf diese Dateien. Ich kann mir auch jetzt noch die Reihenfolge neu einfach durch Drag and Drop einstellen. Wenn ich zum Beispiel Fangkorb erst zum unten haben möchte, dann kann ich die drei nehmen. Zum Beispiel tricke ich einfach oben drauf, die werden als letztes eingefügt und kommen deswegen nach unten. Ein kleiner Trick, muss man nicht viel scrollen. Also ich habe Mulchen, Seitenauswurf und Fangkorb. Bei jedem dieser Ordner, wenn ich da reingucke, sehe ich dann immer drei Messungen. Ich habe nämlich Robust 01, so habe ich jetzt einfach mal den Rasenmäher genannt. Zustand Auswurf war Mulching, also kein Auswurf, und Schnitthöhe war 1 und das habe ich dreimal gemessen, weil man ja mehrmals über längeren Zeitraum misst. Ich kann mir mal so eine Messung mal anhören. Ich klicke mal drauf und kann einfach hier unten im Player sagen Play. So hört sich das an. Okay, so hat jeder vorgestellt, das ist ein Rasenmäher. Ich kann mir diese Messung nochmal detaillierter angucken, indem ich nicht noch weiter aufklappe und sehe jetzt, wir haben fünf Kanäle, wir haben einmal linker und rechtes Ohr gemessen, einfach so ein Headset auf. Das ist ganz praktisch, weil wo messe ich denn Rasenmäher? Jetzt einen Meter links, Meter rechts, das ist völlig absurd. Es ist doch genau an der Stelle, wo man steht, wenn man mäht. Also stelle ich mich da hin und habe dann die richtige Position. Zusätzlich habe ich noch Kontakt über meine Hand. Ich greife diesen Griff und das war schon eine starke Vibration, die ich da spürte. Also habe ich da also einen triaxialen Beschleunigungssensor an meiner Griff mit dran gemacht. Und dann konnte man messen. Gemessen wurde immer 10 Sekunden lang, man hat es gesehen, dreimal gemessen. Da kommt eine Menge, da eine große Datenmenge kommt da zusammen. Man sieht ja allein, das sind drei, das sind drei. Schauen wir uns jetzt erstmal an, wie man sowas auswertet. Ich wähle jetzt einfach mal diese allererste Messung aus. Der nächste Schritt ist Analysen. Welche Analysen wollen wir haben? Rechte Maustaste kann ich mir das auswählen. Natürlich wie laut, Level. Ne? Level versus Time. Ich habe es jetzt hier auf Englisch eingestellt, nicht so gewohnt, sonst komme ich durcheinander. Man kann auch die ganze Software in Deutsch sprechen, dann steht da halt Pegel. Das wäre eine Analyse. Die nächste Analyse, die ich einstellen möchte, was haben wir da noch? Insert wäre die klassische FFT. Einfach so ein gemitteltes Spektrum, dann sieht man auch schon mal, welche Töne, welche Frequenzen besonders prägend sind. Und für den einen oder anderen Profi unter euch, der wirklich wissen will, wie laut es denn wahrgenommen wird, der deppt sich vielleicht noch die Lautheit über der Zeit mit hinzu. Jetzt haben wir diese drei Analysen vorgegeben, bitte berechne das mal. Ich kann noch Änderungen vornehmen. Ich kann jetzt sagen, wenn ich drauf gehe, Level versus Time, alles was ich jetzt einstellen kann, taucht immer hier rechts auf, sogenannte Property Page, Eigenschaftsseite. Jetzt kann ich ihm zum Beispiel sagen, bei dieser Analyse, dass er eine Spektralgewichtung haben muss. Wichtige Sache, A-Gewichtung ist so der Standard, der sich so eingeschlichen hat, ist überall vertreten, das heißt, wir machen eine A-bewerteten Pegel. Genau das gleiche gilt für die FFT, die wir auch hier mit einer A-Gewichtung vorbereiten können. Das heißt, da kommt eine A-Pegel raus. Bei Lautheit gibt es sowas nicht, da ist das automatisch alles mit drin. Kann man nichts falsch machen. Kommen wir ins Ziel. Also jetzt habe ich diese Daten, diese Analysen gemacht und jetzt möchte ich das ja mal gucken.
Das ist das Erste, was man macht. Einmal mal so reinschauen, wie sieht denn das Ganze aus. Also als Ergebnis nehme ich da den Data Viewer. Da wird das Ganze reingeroutet. Ich mache mal eine Rechnung. Das heißt, jetzt geht diese Messung mit diesen 5 Kanälen, diese 3 Analysen, gucken. Da kommt auch schon das Ergebnis. Wow, ist immer beeindruckend, was man da alles schon zusammen erzeugt hat. Wir haben jetzt hier oben Level versus Time, dann hier die FFT, also hier ist es in Frequenzachse, und unten dann noch die Lautheit, jeweils über der Zeit. Und ich habe jetzt einmal die Pegel hier, Level. Ja, ich kann das mal größer machen, sieht man es vielleicht besser. Hier habe ich den Lautstärkepegel der Pascal-Werte, der Mikrofone, und hier habe ich meinen Beschleunigungspegel. Das sollten wir vielleicht mal doch ein bisschen auseinander dividieren. Das kann man ganz einfach machen, indem ich ihm jetzt auch im Nachhinein noch sage, pass mal auf hier, Data Viewer, mach doch mal Spalten. Und zwar jede Spalte für jeden Kanal, dann trenne ich das ein bisschen. Komme ich logischerweise dann auch 5 Spalten. Die beiden Luftschallkanäle und danach die 3 Achsen des Beschleunigungssensors. Aber so habe ich jetzt überhaupt die Möglichkeit, mir diese eine Messung mal in Ruhe anzugucken. Ja, das ist ja prima. Und ich merke jetzt schon, wenn ich jetzt hingehe und sage, jetzt nehme ich mal noch die zweite und die dritte Messung dazu, und da kommen noch einige Messungen, die wir da uns vorbereitet haben, und die dann auch mitrechne, dann wird das relativ voll. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben jetzt hier alles voller Daten. Das wird man schon bald nicht mehr auswerten können. Und wir kommen da nicht viel weiter. Da kommen noch Mulchen dazu, in Schnitthöhe 4, in Schnitthöhe 7 und dann auch noch der Seitenauswurf. Wir werden ein Diagramm haben, das gigantisch ist. Ich habe nur ein paar Mal dazu genommen, dass man so eine Vorstellung bekommt, was für unglaubliche Datenmengen wir da jetzt erzeugt haben mit unserem Rasenmäher. Man hat natürlich die Möglichkeit, hier schon völlig überladen, die Möglichkeit, das ein bisschen zu sortieren, dass ich sage, nee, pass mal auf, wir nehmen die einzelnen Analysen, haben wir schon 3 Stück gehabt, jeweils auf eine eigene Seite, dass ich sagen kann, jede Seite für eine Analyse. Das entspannt schon mal in der Form, dass wir dann hier 3 einzelne Seiten haben. Und dann müssen wir die einzelnen Kanäle rausholen auf die einzelnen Spalten. Ich sehe, so wird es nichts, also lege ich mir das anders aus, okay? Und dann kann ich mir vielleicht noch von oben nach unten noch die einzelnen Marken. Also man kann jetzt versuchen, das zu sortieren, aber man wird irgendwie immer in Probleme gelangen, weil wir einfach zu viel auf einmal drin haben. Also, was können wir denn erstmal wegschmeißen? Darum geht es jetzt hier in diesem Video. Wie kann ich diese Datenmengen reduzieren, dass ich sie überhaupt wieder auswerten kann? Gut, die erste Idee, die mir jetzt kommt, ist, dass wir uns erstmal nur auf den Luftschall konzentrieren und uns anschließend dann erst die Beschleunigungswerte angucken. Okay? Ich kann mir einfach hingehen und diese Beschleunigungen wegklicken. Jetzt würde er hingehen und nur den Luftschall verrechnen. Das mache ich aber bei allen Messungen. Und bevor ich jetzt jede einzelne Messung hier aufmache, gibt es eine ganz geschickte Funktion. Ich klicke nicht die einzelnen Messungen an, sondern ich klicke auf den Ordner oben drüber, in dem alle Messungen sind. Dann habe ich hier die Möglichkeit, alle gleichzeitig zu behandeln. Also Signalkanäle, und bei keinem einzigen möchte ich die Beschleunigung anhaben, sondern nur die beiden Luftschallkanäle. Und jetzt ist das automatisch so vorgesehen. Das heißt, ich kann mal gucken, Seitenauswurf, Schnitthöhe 7, zweite Messung, und da sehe ich, sind nur die beiden Luftschallkanäle aktiviert. Muss ich also gar nicht mehr ausklappen, ich kann das fernsteuern, was ich auswerten möchte. Gucken wir uns das mal weiter an. Ich nehme die beiden nochmal raus. Ich habe also hier Mulchen, die 3 Messungen. Was kann man noch reduzieren? Wenn ich jetzt nochmal einen Data Viewer ausrechne, habe ich immer noch die Situation, dass ich mehrere Kanäle habe. Ich sortiere mal links und rechts die jeweiligen Kanäle. Ich habe immer noch linker Kanal, rechter Kanal. Das steckt immer noch drin. Ist sehr ähnlich, sehe ich ja. Die Pegel sind ja nahezu gleich. Ja, was soll denn da? Das ist ja auch naheliegend. Klar, die beiden Ohren liegen ja dicht beieinander. Da werden jetzt nicht große 5 dB Unterschied dadurch entstehen. Dennoch ist es sinnvoll, beide zu messen, damit ich das überhaupt mir auch mal anhören kann. Weil ich höre nun mal immer mit 2 Ohren. Also sollte ich auch immer mit 2 Ohren gemessen haben. Für 2 Ohren dann aufbereitet. Wie fasse ich das zusammen? Das ist die erste Idee, die man hat, ist, dass ich vielleicht die Kanäle zusammenklatschen lasse. Und eine andere Idee, die man haben könnte, ist, dass ich nicht die ganze Messung nutze. Ich sehe ja auch, dass am Anfang ist es noch relativ still, dann wird es laut und dann am Ende auch wieder. Also ich brauche gar nicht diesen ganzen Bereich, sondern ich reduziere mich nur auf einen Konstantbereich und dann auch nur auf die Kanäle ein bisschen mitteln. Also ich sage, ja, entweder mittel ich linker und rechter Kanal oder ich gehe hin und, was ich oft mache, finde ich sinnvoll, einfach das lautere Ohr nehmen.
Ne? Wenn der Rasenmäher halt ein bisschen weiter rechts oder weiter links steht oder ich halte einen Föhn so hin, dann ist ja nur das eine Ohr dominant in dem Schall ausgesetzt, sodass ich mich nur auf die lautere Quellseite dann konzentriere in meinen Auswertungen. Das würde uns schon mal helfen, diese Daten weiter zusammenzufassen. Jetzt habe ich hier mittlerweile schon vier Data Viewer offen, die ich alle nicht mehr brauchen kann. Da gibt es einen kleinen Trick, wenn ich die jetzt schließen möchte, kann ich natürlich einzeln auf die X gehen oder hier sind ja so kleine Nummern davor. Ne? Alle haben die Nummer 2. Ich kann, wenn ich da drauf gehe, auch die Zahl ändern. Ja, aber ich lasse die mal bei 2. Wenn ich jetzt auf rechte Maustaste gehe und sage, schließe die ganze Gruppe, wenn alle Data Viewer mit der 2 geschlossen, wupp, weg sind sie. Finde ich sehr praktisch, weil man hat doch öfters mal sowas ausprobiert und dann einfach nochmal alle weg. Wenn ich einen Data Viewer wichtig finde, dann klicke ich da drauf, mache daraus dann 3, dann ist der sicher. Oder eine 4, kann ich mir so ein bisschen was sortieren, da komme ich da nicht durcheinander. So, wir wollten jetzt die Zeit reduzieren. Wir haben ja immer 0 bis 10 Sekunden jede einzelne Messung. Ich kann mir das jetzt schneiden. Ich gehe einfach auf die Messung drauf, rechte Maustaste und sage mir Mark Editor. Mark ist einfach die Messung. Der Verweis auf diese Messung. Ich schneide sie nicht wirklich, sondern ich sage dem Programm nur aus dieser Messung einen bestimmten Bereich nutzen. Und hier kann ich sie nochmal abspielen. Und jetzt kann ich sagen, pass mal auf, wir nehmen uns vielleicht erst ab hier bis, ja, so bis da. Das wäre so ein Bereich, der interessant ist. Danach kommt hier das drauf und runter. Und in dem Moment, ich stoppe eben die Wiedergabe, in dem Moment, wo ich dieses Fenster hier gesetzt habe, sieht man auch oben schon, wie hier drin steht, von 2,6 bis 7,8, diese Zeit nehmen wir dann. Und dann kann ich jetzt auch jede einzelne Marke aufrufen und jeweils immer wieder neu schneiden. Das ist natürlich hier bei, was ich, 50, 60 Messungen ein bisschen zeitaufwendig. Gut, wer die Zeit hat oder ein Hiwi, der kann das so machen. Aber wenn ich was eins gelernt habe, ist, wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt zeitaufwendig, dann gibt es da immer eine Möglichkeit, wie es erheblich schneller geht. Schauen wir mal. In dem Fall, genau wie vorher, ich klicke einfach den gesamten Folder an. Das heißt, hier sind alle Messungen. Alle sind 10 Sekunden lang. Und ich sage jetzt hier wieder rechts, ich möchte etwas einstellen. Ich sage jetzt, pass mal auf, wir messen jetzt grundsätzlich von 3 bis 7 Sekunden. Ist dann 4 Sekunden lang die Messung. Ich kann mal reingucken bei einer Messung mal, hat das geklappt. Dann sehe ich jetzt genau, von 3 bis 7 sind alle Messungen automatisch geschnitten. Technisch gut, aber ein Riesenfehler drin. Also wenn ich eins gelernt habe, ist, dass wenn wir mitteln über eine gewisse Zeitdauer, dann sollten diese Zeitdauer entweder durch 1 oder 5 teilbar sein. Oder 10. Das liegt einfach daran, dass wir einen Kopf haben und 5 Finger in einer Hand. Oder 10, je nachdem, wie man gerade steht. Das sind natürliche Zahlen, die gefallen dem Menschen oder speziell dem Management. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich mittel jetzt, ich habe da über 4 Sekunden gemittelt. Wieso denn 4 Sekunden? Verstehe ich jetzt nicht. Ja? Wenn ich aber sage, nee, ich habe über 5 Sekunden, ja, das ist klar, 5 Sekunden, das hat man ja auf der Hand, das ist klar. Also ich komme mit solchen Zahlen deutlich besser zurecht. Also achten Sie darauf, jetzt müssen wir das ein bisschen aufpassen hier. Jetzt gebe ich hier halt 2,5 ein. Man sieht auch direkt, wie er hier, ne? Einschnappt, grafisch visualisiert, hilft immer. Bis, ist mir zu kompliziert zum Rechnen, ich kann auch direkt sagen, mach halt 5 Sekunden lang. 2,5 bis 7,5, das sind 5 Sekunden. Und direkt habe ich dann sämtliche Messungen, wenn ich jetzt diesen Source Folder anklicke, kann ich ihm sagen, also 2,5 bis 7,5, das sind sie alle auf 5 Sekunden geschnitten. Guck nochmal rein, ja, 2,5 bis 7,5, egal wo ich gucke. Erste Datenreduktion, nur das Entscheidende rausschneiden. Zweite Datenreduktion war Kanäle. Ich habe ja, wenn ich nochmal reingucke, immer linker und rechter Kanal. Da kommen jetzt 2 Kurven jeweils raus für jede Analyse und die will ich jetzt zu einer Kurve zusammenfahren. Das kann ich an dieser Stelle machen. Ist schon was für Profis, deswegen ein wenig versteckt. Ich öffne mal hier den Statistikbereich. Das kommt ja genau, bevor ich es mir angucke, kommt diese Funktion hinzu. Ich füge hinzu ein neues Paket. Und hier kann man schon 2 Optionen wählen, ob ich Kanäle oder Marken setze. Kanäle, ne? Linker und rechter Kanal. Und in diesem Fall nehme ich, wie angekündigt, das Max. Das war es dann auch schon. Das heißt, jetzt rechne ich nochmal durch. Ich habe jetzt hier diese 3 Kurven und schieße sie dann rein. Wir haben jetzt also 3 Messungen, wo wir jetzt die Kanäle auf einen Punkt zusammenfahren. Und genau das kommt raus. Ich habe jetzt hier die Messung 1 untereinander dargestellt, die Messung 2 und 3 und habe jeweils immer nur noch eine einzige Linie.
Das ist sehr schön. Und schon habe ich die nächste Idee. Jetzt könnte ich doch diese drei nahezu identischen Messungen ja mal in einem Diagramm packen. Das heißt, ich sage jetzt keine Spalten mehr, sondern eine Spalte für alles, was da drin ist. Und schon sehe ich auch, wie ähnlich sich diese Messungen sind. Die liegen ja fast übereinander. Was ja verständlich ist, ist der gleiche Aufbauzustand. Ja, da könnte man doch wieder Daten reduzieren, indem ich doch diese drei hintereinander Messungen, die ähnlich waren, mittel. Was denn sonst? Ich könnte auch die lauteste nehmen, aber in diesem Fall finde ich Mittel naheliegender. Kriegen Sie auch keine Rückfragen. Wir mitteln die drei. Natürlich waren die drei Messer unterschiedlich. Man mäht und dann hat man mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Gras gefangen. Deswegen hat man da mehrere Messungen machen müssen, um eine Sicherheit zu gewinnen. Machen wir den ja mal weg. Wie kann ich jetzt über die mehreren Messungen, gleichartige Messungen, das zusammenmitteln? Da gibt es hier, man sieht es im Paket, auch ein Marken. Nicht Kanäle, also verschiedene Marken, da kann ich Max, Average und Min nehmen. Also schalte ich jetzt einfach Average hinzu. Und was jetzt passiert, da muss man aufpassen, ich kann einstellen, in welcher Reihenfolge er das macht. Durch diesen Schalter hier. Jetzt würde er zuerst die Kanäle Maximum links, rechts raussuchen und anschließend dann aus diesem Ergebnis ein Mittel bilden. Andersherum würde er erst alle drei Messungen hier mitteln und dann den Maximalpegel rauskommen. Was fast dasselbe ist, aber es gibt bestimmt Situationen, wo genau das gleiche rauskommt, aber es gibt auch Situationen, wo ein echter Unterschied dadurch entsteht. Deswegen, ich finde das sehr schön gemacht, man muss sich hier ganz bewusst entscheiden und wir haben es ja richtig gemacht. Zuerst Max, der links oder rechts und dann, wenn wir soweit sind, dann führe ich erst diese identischen Marken zusammen. Aber woher weiß jetzt die Software, was ich zusammenbringe? Die drei, das dürfte einfach sein, drücke ich Calculate und der wird jetzt nur noch pro Analyse eine einzige Messung rausgeben. Das klappt super, toll. Aber wenn ich doch jetzt hier noch eine zweite Messung hinzufüge, tack, 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 dann habe ich da jetzt sechs. Und wenn ich die jetzt auch noch da reinschieße, dann wird er doch die sechs mitteln, oder? Ja, wieder habe ich nur drei Ergebnisse. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Hör mal zu. Und da zwar, wo kann man das einstellen? Das ist immer dasselbe. Wenn ich irgendwo was einstellen möchte, dann klicke ich einfach drauf, hier bei dieser Markenmittlung, und dann bekomme ich hier alle Einstellmöglichkeiten angezeigt. Und jetzt steht der hier alle zusammen. Das war natürlich falsch. Was gibt es da für Auswahlmöglichkeiten? Ich kann zum Beispiel die Anzahl der Einzelmessungen angeben, indem ich sage, okay, in diesem Fall wären das, Anzahl wären jetzt hier drei. Jetzt geht er hin und nimmt immer drei Mittel, drei Mittel. Wir probieren es gleich mal aus. Haben wir das soweit richtig verstanden? Kommen jetzt zwei Linien raus, genau. Wir haben jetzt also hier die eine Messung, also das eine Paket und das zweite Paket. Die beiden Zustände können wir jetzt gegeneinander vergleichen. Da muss man nur aufpassen, ist das denn auch so, dass ich immer drei habe? Drei, drei, drei. Ja, sieht gut aus. Warte mal, hier sind plötzlich nur noch zwei drin. Ich erinnere mich, bei den Messungen Fangkorb hat man kaum noch Wiese über. Da mussten wir, haben halt nur noch zum Schluss zweimal gemessen. Und dann bei der allerletzten Messung war auch nur noch einmal und Fangkorb Schnitthöhe 7 haben wir dann auch nur noch einmal gemessen. Das geht jetzt schief. Er würde die drei noch mitteln, aber dann würde er 1, 2 und die drei mitteln und die allein stehen. Da gibt es wahrscheinlich eine Fehlermeldung. Müssen wir anders machen. Geht auch anders. Ich mache das ruhig nochmal alles wieder dicht hier. Muss man gar nicht Angst haben hier, dass wir da manchmal. Wir haben ja pro Ordner hier immer eine unterschiedliche Anzahl an Messungen drin. Ich lasse den ruhig mal so plakativ offen. Ja, da ist nur einer drin, Vorsicht, hier immer drei. Dann gehe ich hier auf Markenset und sage, nee, damit kommen wir nicht weiter, sondern bei, sehr praktisch, Folder Name. Das heißt also, je nachdem, wie dieser Ordner heißt, den kann ich ja frei benennen. Ich kann ja hier einfach drauf gehen und editieren. Lass ich jetzt mal so, wie es steht. Und die heißen ja alle unterschiedlich. Das heißt, alle die Messungen, die in einem Ordner drin sind, alle die werden zusammengemittelt. Und damit habe ich volle Kontrolle über das, was zusammengehört, wird auch zusammengemittelt. Egal, wie viele drin sind. Ob da jetzt 500 Messungen drin sind oder in diesem Fall nur eine, das ist eine Mittelung. Da habe ich jetzt auch ein bisschen Kraft und sage, dann nehme ich Mulchen, Schnitthöhe 7 auch nochmal dazu, die drei Messungen, und werte das einfach mal aus. Jetzt kommen wir mal wirklich zu Ergebnissen. Er wird die drei jetzt nebeneinander legen und das brauche ich ja gar nicht mehr, dieses Trennen. Ich kann ihm sagen, pass mal auf, die drei Messungen packst du mal alle zusammen. Das heißt, ich verzichte auf drei Spalten und sage
alles in ein Ding rein. Und ich kann mir auch noch sagen, diese drei unterschiedlichen Analysen, die lege ich mir auf einzelne Blätter, dass ich sage, one page für jede Analyse, sodass ich hier in ganzer Ruhe meinen Pegel und hier meine FFT und meine Lautheit betrachten kann. Im Vergleich. Ich bleibe jetzt mal bei Pegel, da kennt sich jeder aus. Man sieht, es gibt auch unterschiedliche Ergebnisse. Aber was ist denn jetzt was? Jetzt steht hier Average, Auto, Max und irgendein Wert, aber ich weiß überhaupt nicht, war das jetzt Schnitthöhe 1 oder 4 oder 7? Ja, Mulchen, das weiß ich wohl noch, das schreibt er mir auch hin, das war die erste Messung. Aber die Zuordnung ist natürlich jetzt eklatant wichtig. Wie ich mir meine Legende gestalte, das zeige ich jetzt. Es sind fantastisch viele Möglichkeiten. Alles, was ich machen muss, ich klicke mir hier einfach auf mein Diagramm. Und da zeigt er mir schon, weil ich gerade auf Legende geklickt habe, was ich mir alles einstellen kann. Ich mache das nochmal klein. Show Legend. Das ist bisher alles drin. Ich nehme jetzt einfach nochmal alles raus. So, jetzt fangen wir ja bei 0 an. Da gibt es auch keine Legende mehr. Was fügen wir denn da ein? Wir haben ja eine Statistik betrieben. Es ist schön sortiert, was man da alles, ob ich die Uhrzeit haben möchte, meine FFT-Size-Länge, die Dauer. Ich kann ja meine Uhrzeit, ich kann ja reinschmeißen, was ich will. Ich werde in diesem Fall Statistik verwenden und da gibt es die Möglichkeit der File-Statistik, weil wir haben über verschiedene Messungen, Files, die Statistik betrieben. Und da habe ich alles, was mich jetzt interessiert, und zwar zum Beispiel die File-Statistik-Function. Dann schreibt er mir rein Average. Das ist mir jetzt schon zu viel. Da gibt es schon was Kürzeres, nehme ich nochmal raus. File-Statistik-Funktion als Abkürzung. Average reicht mir völlig. Also wir haben eine Mittelung. Jetzt kann ich hier völlig frei irritieren und sage Klammer auf. Dann schreibt er auch eine Legende, Klammer auf, gut. Und jetzt gibt es hier zum Beispiel, über wie viele Messungen hast du denn gemittelt? Dann kann ich aber draufklicken, dann hat er diese Funktion drin, Klammer zu. Und dann schreibt er eine Mittelung über 3 Messungen. So war das bei dieser Mulching-Geschichte hier. Was gibt es da noch? File-Statistik-Name, da sind es ja die Namen, die da reingegangen sind. Klicke ich drauf und dann, bam, da fliegt es mir auseinander. Was steht denn da alles? Da steht, hier vorne noch klein zu erkennen, Average, ja, 3 und dann die Messung hieß Robust 01, ja, das war schon ein Prototyp, Auswurf Mulching, das war der Zustand, Schnitthöhe 1, Wiederholung 1 und dann nächstes war Robust 01, Auswurf Mulching, Schnitthöhe 1, Wiederholung 2 und Robust 01, ja, völlig korrekt, völlig überladen, so kommen wir nicht zum Management. Wir wollen es zusammenfassen und da gibt es eine sehr schöne Funktion, also ist korrekt, wer es braucht, bitte, aber ich mache es anders. Es gibt hier die Common Parts of File Statistic Name. Also nur das, was allen drei gemeinsam ist. Und das ist ja das, was sie verbindet, warum ich die drei mittel. Bitte nur das reinschreiben. Klicke ich drauf, jetzt steht da, wir mitteln über 3. Ich mache da mal noch ein Leerzeichen, 2 dahinter. Mittel über 3, Robust 01, Auswurf Mulching Schnitthöhe 1, 4 und 7. Ist noch ein bisschen klein. Ich gehe mal hier ruhig mal auf eine größere Schriftsatz, dann kann man es vielleicht besser lesen. So. Die möchte ich haben. Und das kann ich hier auch direkt drauf gehen. Das heißt, ich gehe auf die Kurve und sehe, mit der Schnitthöhe 1, also ganz unten, flach auf dem Boden, habe ich die kleinsten Pegel. Wie überraschend. Ja. Danach kommt Schnitthöhe 4 und Schnitthöhe 7, lässt am meisten Luft raus und am meisten Schall, ist am lautesten. Da habe ich schon mal so ein erstes Ergebnis, wo alle sagen, ach, gut. Machen wir das auch noch bei den anderen Analysen weiter. Ne? Was beschreibe ich mir hier oben rein? Hier steht jetzt Mulching Level versus Time. Letztendlich ist hier nur wichtig, dass wir hier ein Level versus Time, also die Analyse haben. Show Title. Nehme ich die Marktgruppenname raus. Filternamen haben wir eh nicht verwendet. Analyselabe, das lassen wir drin. Und die Paket, das irritiert ja nur in der Beschriftung. Nehmen wir raus. Dann steht jetzt hier oben, ich kann auch noch Analyse dazu schreiben. Richtig? Ja, ungefähr. So, Analyse. Und dann steht da Level versus Time. So kann ich meine Daten auswerten. Wenn ich jetzt diesen Data Viewer schließe, ist alles wieder weg. Machen wir besser nicht. Wie kriege ich jetzt, das hat mir so schön zusammengesucht, wie kriege ich das jetzt übertragen? Ich könnte auch noch reinschreiben, ein Verständnis, dass wir ein Maximum der beiden Ohren verwendet haben. Da würde ich hier sagen, ganz am Ende vielleicht noch, unter Kanalstatistik, kann ich dann sagen, was haben wir da verwendet? Und da wäre jetzt hier meinetwegen noch die Statistikfunktion als Abkürzung. Da würde da noch so ein Max hinten dran kommen. Hätte ich Average gewählt, steht da jetzt ein Average. Wir wollen aber niemanden überfordern. Ich nehme es lieber wieder raus. So, fragt keiner mehr nach.
ich war dabei zu erklären, dass, wie wir das hier aufgestellt haben, meinetwegen auch noch möchte ich, dass die dritte oder wegen alle Linien ein bisschen dicker sind, dann würde ich die jetzt mal markieren und die ein bisschen dicker machen. So, so wollen wir jetzt immer unsere Daten auswerten. Dann gehe ich jetzt einfach auf meine Diagrammfunktion, das ist ja ein zweidimensionales Diagramm, jetzt kein Colorplot, und kann jetzt komplett alles, was hier drin steht, sagen, Copy. Gehe zurück in mein Pool-Projekt, da habe ich meinen Data-Viewer, der jetzt erstmal von dem, was ich da hinten gemacht habe, nichts weiß, und sage ihm, pass mal auf, du hast doch hier Diagramme. Wenn du ein 2D-Diagramm hast, ne, das so würde er es beschriften, rechte Maustaste, Paste. Und diese ganzen Funktionen, so wie wir es gerne haben, hat er jetzt übernommen. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal hingehe und sage, rechne, dann wird er es auch genau wieder so formatieren. So, da sind wir dann wieder. Auch die Einstellung, dass das alles zusammengefahren werden soll, auch das kann ich hier einstellen. Ich kann auf Data Viewer gehen und ihm sagen, pass mal auf, wir sind hart, wir wollen alles jetzt immer nur noch zusammen in einem Diagramm haben und jede einzelne Analyse auf eine einzelne Seite. Das kann man hier einmal für Each Analysis ihm vorgeben und wenn ich jetzt wieder noch das nochmal durchrechne, dann drückt er das so raus. Dann habe ich einen neuen Data Viewer und habe hier Seite 1, Seite 2 und Seite 3. Schön. Wenn ich jetzt mal hingucke, würde ich ja sagen, okay, ich kann jetzt hier aus dem Diagramm immer ablesen, wer am lautesten ist, aber letztendlich reicht es mir ja, wenn ich da so einen Cursor, rechte Maustaste hier, so einen Cursor gibt es da, dann kann man hier auch ganz gezielt die Werte schon ablesen. Da gibt es also einmal diesen grünen, 92,7, 94, 95, dann kann ich schon sagen, wer wie laut war. Wer braucht jetzt noch diese Linie? Also der nächste Schritt, die Daten noch weiter zu reduzieren, ist, dass ich auch, wir haben ja schon vieles rausgeschmissen, dass ich sage, ich mittel jetzt über diese 5 Sekunden nochmal den Wert. Das gibt es auch schon vorbereitet. Dass ich einfach so einen Mittelwert über diese Kurve ziehe, gibt es. Nennt sich einfach Einzahlwert, Single Value. Und das Schöne ist, es ist schon im Diagramm drin. Ich kann hier ihm sagen, Single Values, Einzahlwerte, die füge ich mal hinten an. Ich nehme mal jetzt, ohne darüber nachzudenken, die automatische Funktion. Und dann schreibt er mir für jeden Zustand, der gemittelt ist, auch noch hier einen Wert hinzu. 92,64, 94,52 und 94,92. Kann ich anhand dieser Tabelle mit der Zuordnung des Zustandes komplett alles auswerten. Wer braucht jetzt noch die Linie? Weg mit den Linien. Das ist der nächste große Schritt. Schade um die Farbe, aber wir wollen reduzieren. Und das ermöglicht uns überhaupt erst, so große Datenmengen überhaupt auszuwerten. Also was haben wir gelernt? Die Single Value Values. Trick nochmal kopieren hier. Copy. Das war gut. Mein Pool-Projekt gehen. Data Viewer. Da Show Legend. Paste. Da tauchen die jetzt auch nochmal mit auf. Und speichern. Ja? Ich speichere das komplette Projekt. Ich nenne es nochmal Rasenmäher. Ich habe das schon mal so ähnlich gemacht. So, nee, Rasenmäher 2. So, speichern. Projekt ist gespeichert, jetzt kann nichts mehr schief gehen. Das heißt, ich kann das immer wieder, vielleicht kommt in einem Jahr die nächste Messung raus oder morgen schon, dann kann ich einfach das Projekt ausmachen, aufmachen, neue Messungen reinschmeißen und bin direkt schon wieder da, wo ich war. So, wir wollen jetzt auf die Einzahlwerte gehen. Das ist die Frage, was ist das überhaupt, dieser Einzahlwert? Das hängt ja jetzt, jeder Wert entsteht ja aus einer Analyse. Also Level versus Time ist natürlich der Pegel, der Ermittlungspegel. Aber das kann man immer nochmal nachschlagen. Ich gehe auf Level versus Time, gucke mir die Single Values an und dann gibt es halt diesen Default-Wert. Das ist einfach das Mittelung. Ich kann mal auch ein Min oder ein Max oder ein gewisses Potenzial, man kann viel machen. Bei der FFT zum Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, ich habe es hier noch offen, die FFT war hier. Da kommt ja fast dasselbe raus, wenn ich den Single Value anschließe. Nicht ganz dasselbe. Also ob ich Level versus Time mittle oder erst ein Average Spektrum mache und dann dieses Mittel, sollte fast dasselbe rauskommen, tut es auch, aber so ein Kommastelle ist ein Unterschied, ist einfach in der Definition dieser Berechnungsvorschrift ein kleiner Unterschied drin. Aber es bringt trotzdem mehr, keinen Mehrwert. Aber was hier auffällig ist, ist ja dieser tiefe Brummer hier bei 100 Hertz. Den will ich mal jetzt rauskristallisieren. Ist nicht der Pegeldominante, durch die A-Bewertung wird so runtergedrückt, aber ich habe jetzt hier definitiv Interesse daran, den Wert zu haben. Im Diagramm leicht zu erkennen, ich kann rechte Maustaste sagen, dann nehme ich mir so ein Delta-Cursor-Diagramm, sehr schöne Funktion, kann ich nämlich jetzt einfach sagen, pass mal auf, wie ist denn der Pegel hier? Man kriegt jetzt direkt meine Werte. 69, 71, 71, 6, 7 für diesen Bereich hier. Ist es wieder grob, 81,5, 137,
so können wir nicht arbeiten. Ich so, nein, das ist 2,5. Da müssen glatte Werte, wir erinnern uns, 1,15. Bevor ich die jetzt hier versuche, irgendwie anzunavigieren, kann ich auch, das ist sehr schön, F2 drücken. Woher weiß der das? Warum F2? Also grundsätzlich, wenn man irgendwelche Sonderfunktionen in einem Diagramm sucht, da kann man sich jetzt irgendwo das aufschreiben, aber alles ist aufgeschrieben, man muss es nur sehen. Oben rechts ist ein kleines i und wenn ich da drauf gehe, stehen alle kleinen Tricks dabei, was man jetzt noch machen kann. Und hier steht F2, kann ich diese Grenzen editieren. Das heißt, ich drücke also F2 und kann jetzt hier ganz konkret eingeben, 90, gucken wir mal, ja, ist drin, ne? Bis 130, auch eine Zahl, die durch 10 teilbar ist. Genau. Und dann habe ich diesen Wert raus und kriege jetzt eben für diese Delta 40 Hertz diese Zahlen. 40 Hertz wird ein bisschen zu knapp. Ich glaube, ich nehme mal 80. So, genau, 50 Hertz. Super, 80 bis 130 Dezibel. Und jetzt kann ich diese Werte da rausnehmen, die natürlich unterschiedlich sind zu dem Gesamtmittelwert, den ich ruhig auch nochmal anzeigen lasse, für ihn, den das eben zu schnell ging. Single Values würde ich gerne hier nochmal dazu schalten. So, die sind natürlich deutlich höher, klar. Da hinten wird es ja auch lauter und da kommt noch einiges dazu. Aber das interessiert mich. Wie kann ich jetzt nur diesen Wert herausziehen? Schauen wir uns nochmal die Messung an. Die ist das Projekt an. FFT Average wäre das jetzt. Single Values steht natürlich auch auf Mittelung, aber ich kann ihm jetzt hier sagen, nee, wir wollten von 80 bis 130 Dezibel, das ist einfach die Abszisse, nur auswerten. Das war's. Mehr muss ich gar nicht machen. Wenn ich jetzt auswerte, ich drücke es nochmal durch, dann rechnet er die 3. So, bekomme ich Werte, wir hatten die jetzt hier, ne? So, die eben nicht 90 Dezibel sind, sondern das sind die Schnitte von 80 bis 130. Diese Single Values haben wir jetzt hier und genau das wollen wir. Und jetzt schmeißen wir die ganzen Kurven weg und gucken uns nur das hier an. Also, Close Group, alles nochmal raus. Das neue Ziel, wir ändern nichts an der Vorschrift. Was wir ändern ist, dass wir so großkotzig sind und sagen, pass mal auf, ich nehme jetzt einfach alles, alles, was ich je gemessen habe und haus rein. Denn jetzt haben wir richtig Platz gespart. Und als neues Ziel sage ich Single Value, Tabelle, Excel, wenn man so will, nur anders, direkt verfügbar. Ohne Copy, Paste, Einfügen, neue Datei. Einfach nur die Einzahlwerte bitte rausziehen ohne die Kurve. Und dann rechnen wir mal alles durch. Was wird hier eingestellt? Warten wir. Und dann kommt die Tabelle auf. So sieht das Ganze aus. Hier sehen wir jetzt die Einzelergebnisse. Und auch hier ist immer die Frage, was möchten wir denn überhaupt alles jetzt in dieser Tabelle aufgeführt bekommen? Wir können auch hier, haben Sie eben gelernt, unter Statistik, Fallstatistiken sagen, ich hätte gerne die bei Statistik Names, die Common Parts, ne? Genau. So. Schreibt er mir rein. Sehe ich also hier jede einzelne Analyse und kann jetzt erstmal sortieren. Je nachdem, was ich anklicke, kann ich jetzt nach Namen sortieren, ich kann nach Kanalnamen sortieren, der immer nur Max ist natürlich, ich kann nach Analyse sortieren. Das ist ein ganz wichtiges Verständnis jetzt. Ich kann also als erstes, ich vergleiche die Äpfel mit Birnen, ich vergleiche die gleichen Analysen und dann im nächsten Schritt hätte ich das jetzt gern sortiert nach dem Zahlenwert. Und damit er jetzt nicht diese Sortierung nach der Analyse verliert, drücke ich jetzt mit Shift-Taste auf Default hier darauf oder was Steuerung. Analyse, ich drücke mal Steuerung. Steuerung, genau. Da kommt ein zweites kleines Dreieck dazu. Das bleibt stehen und jetzt innerhalb der FFT-Analysen habe ich jetzt diese Auswertung und sehe jetzt auf den ersten Blick zum Beispiel der kleinste Wert 61,38. Das war Schnitthöhe 7, also ganz oben. Interessant. Das ist aber ein tolles Brummeln. Und der lauteste war, wo sind wir jetzt hier? Dann merkt man schon, dass so richtig übersichtlich ist es nicht. Wir haben, ich gucke mal eben beim Pegel rein. Der lauteste Pegel war jetzt eher hier. Das ist Level versus Time. Das war auch Schnitthöhe 7, ist am lautesten, aber nicht der brummigste. Aber das muss man erstmal können, aus so einer Tabelle das herauszulesen. Wir haben es geschafft, diese unfassbar große Datenmenge auf eine einzelne Tabelle zu reduzieren. Aber das kann man noch nicht präsentieren. Wenn ich jetzt das ausdrucke und dann mit so einem Zettelchen komme und sage, hier, da steht alles drauf, mach da noch so einen PowerPoint-Rahmen rum, das verstehen wir nicht. Wie soll ich das denn, können Sie das nicht irgendwie schöner machen?
natürlich kann man das. Ne? Das machen wir im Video. Da geht es darum, wie ich aus so einer schönen Tabelle das aufbereite, das mal auf einen Blick, und das ist unsere Aufgabe, das Komplizierte, eine, vielleicht maximal zwei Seiten PowerPoint, wo ich sage, guck, da sehe ich Auswirkungen, Fangkorb, Auswirkungen, Schnitthöhe, ein Blick, wir brauchen so Balkendiagramme. Wie das geht, wir machen einfach da weiter im nächsten Video. Also bleibt dran. Tschüss.